Dann überlebe ich zumindest die nächsten so und so viele Sekunden. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Okay. Guck mal hier, spring runter. Na, hier liegt eine Fackel, guck mal. Da liegt ich hab welche. Da liegen Fackeln. Muss jetzt noch zwei Stacks, aber das reicht. Cool, aber dann könnte ich könnte hier so eine Spur legen. In sein Verderben, oder wie? Fackel. Die Hose hat echt einen Fackelfetisch, glaube ich. Fackel. Schade. Also, wenn man nur Fackel sagt und nicht Piece of Candy oder sowas. Verdammt, ich wollte ihn gerade in den Knast locken. Ja, so blöd bin ich dann doch, Gott sei Dank nicht. Also. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja. Wo kommen denn die Setzlinge rein? Wo ist denn der Eingang zur Bank? Wo ist denn hier überhaupt etwas? Also mal davon abgesehen, dass es extrem viele Fackeln hat und hier keine sind. Wo? Oh. Naja, die erste Stelle sind vollgefackelt, die zweiten sind... Ja, ich hatte keine mehr. Was habe ich gesagt? Timer. Oh. Wo bin ich denn? Bist du da gerade reingeflupst? Hier so? Ja. Didn't know that was possible. Jetzt weiß ich's. Ich hol mal die komischen Ferraris. Ja, die kacke Ferraris. Ja. Die sind wie ein Ferrari, nur halt nur ein PS und hinterlassen dabei Kacke. Ist aber auch an sich gar nicht so schlecht, oder? Was? Kacke Ferrari? Ja, so. Oder meinst du jetzt unsere Stelle? Ich meine, die kann man ja auch. Ach, die Stelle sind okay. Die sind awesome, hallo? Everything is awesome. So everything is cool when you play it with a team. Everything is awesome. Können wir ganz gegenteilig, sage ich mal, die Zuschauer werden mir zustimmen, damit dass das eine gute Idee ist, zu unserem Theme irgendwo so ein Western Geldabhebemaschine irgendwo hinbauen. Eine Western Geldabhebemaschine. Ja, ich weiß, Bankautomat, dankeschön. Oh mein Gott, ich wollte ATM sagen die ganze Zeit. Ja, ATM ist auch das Erste, was einem so einfällt. Weiß ich nicht. Was ist ATM? Ein Geldautomat. Ein Geldautomat? Nur halt im Englischen. Ja, deswegen. Mir ist gerade das richtige deutsche Wort dafür nicht eingefallen. Und ATM klingt einfach auch besser, ne? Wie binden wir die Viecher denn an? ATM kann auch ein sehr ekliger Fetisch sein. Wenn die sowieso schon drin sind, dann müssen die nicht angebunden sein. Ja, aber es wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die anzubinden? Nee, da müssen wir uns wieder überlegen, wo zum Geier da irgendwas hinpasst. Wieso? Du kannst einfach hier so einen Stock reinbauen. Ja, muss aber doch dann ein echter Vanilla-Fans sein. Ja und? Ja, und? Ja, ist ekelhaft. Wer will denn sowas? Also, haut da gerade ein Pferd schon ab? Hui. Es sieht ja sehr geil aus. Flüchtet durch die Gasse neben der. Aber jetzt Wärme. Ist die Frage, was macht man hier vorne mit dem Bereich? Oh. Also ich wäre dafür, dass hier so ein fetter Strohhaufen liegt. Ja, ich bin schon am Sammeln von Zeug für Stroh. So, quasi, wenn man reinkommt, geradezu auf der linken Seite so ein riesiger Berg. Schade, dass man das Zeug nicht zersägen kann. Warum liegt denn hier Stroh? Kann man das zersägen? Also die Blöcke müsste man zersägen können eigentlich. Really? Das wäre so nice. Die Hay Bales müsste. Ich glaube, wir brauchen eigentlich aber noch ein paar Ställe, oder? Jemand immer zwei rein, oder wie? Was? Ja. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass ihr so viele Pferde sammelt. Ich wollte gerade sagen. Warte mal, wie viele Leute sind wir? Wir sind fünf. Das heißt, vier Pferde, alle anderen schlachten wir und... Nein! Pferdefleisch. Die brauchen wir zum Können wir Lasagne draus craften? Ja, oder? Erster! Rather wird mich hassen, egal. Wieso sollte ich dich jetzt hassen? Ah, nur so. Hab nichts gemacht. Alles gut. Klar. Gut. Boys, komm mit. Aber ich bin Erster. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du in der Mitte liegst, ja? Diese Regel hast du selber gebrochen. Den Kommentar habe ich schon unter meinem Video gehabt. Oh mein Gott, ich habe euch beide teabagged. Ihr seid jetzt weg bei mir. Hauptsache, ihr geht ins Bett jetzt. Warte, ich krümel erstmal eure Betten voll. So. Dafür bräuchte man noch Kekse. Kekse wären echt gut. Oh, Kekse. Dann können wir ein gigantisches Krümelmonster bauen. Wir können vor allem so ein Cookie-Jar machen. Das ist auch dann brauchen wir Kakao. Jetzt geht mal ins Bett. Ich muss erst nach Hause finden. Kakao. Oh. Geht das wieder los? Wofür haben wir eine Minimap? So, bin gleich wieder da. So. Man kann ja jetzt ganz verschwommen noch was sehen. Das heißt, Hose, hast du auf meine Essenskiste geklickt? Nein. Wir können was anderes kann ich mir nicht vorstellen, wofür ich dich hassen sollte. Nein, habe ich nicht. Würde ich sowas machen? Nein, ich weiß gar nicht. Ich werde gleich nachgucken gehen. Wenn das unsortiert ist. Ist okay. Weiß ich nicht aus dem Test. Ich habe vollkommen ohne Bezug dazu muss ich kurz was erledigen. Ich bin gleich wieder da.
muss aufs Klo, ne? Ja. Ja, ich muss nur kurz. Hallo Esel, ich muss nur. Oh, ein Gott, Klo. Hast du mich erschreckt, Pferd. Jetzt habe ich mich beinahe. Ein Klo wäre echt eine gute Idee. Plumpsklo. Plumpsklo. Muss ja irgendwo. Wo irgendwo. Ist Blaze? Im Keller. Wie im Keller? Wir haben keinen Keller. Doch, wir haben einen Keller. Wir haben eine Mine. Ja, das ist der Keller. Du bist in der Mine, ohne Bett, schon wieder. Ja, das Bett steht oben. Ich hab mich vorhin ja so gestresst. Sagen, ne? Aber, meinst du, du findest es noch? Bin oder? Ich schon wieder oder? Hier. Ja. Dann lauschen wir jetzt den Irrungen und Wirrungen von Blaze. Meinst du, das ist gut? Das, hab ich, so das war vollkommen wertfrei. Wertfrei, der ist jetzt schon dreimal im Kreis gelaufen. Hose runter, in Hashtag Hose runter. Ja, ich habe gehört, Sebi ist ab jetzt hosenlos. Ja. Hosenlos. Ich nehme auch extra hosenlos auf heute. Ja. Wüsste ich nicht, das wäre mir ein bisschen zu kalt, ey. Da wäre ich nach unserer Aufnahmesession wäre ich eine Frau. Also. Ich habe mir sogar noch eine Decke um die Beine gewickelt, weil mir so kalt ist. Ja, eine Decke habe ich auch, aber ich habe keine Hose. Das ist ja Aufgabe gewesen. Natürlich nicht. Ich habe auch keine Hose an, ich habe eine Windel an, weil ich ein Panda bin. Bam. Weil ich ein Panda bin. Nein, was viele nicht wissen, ich nehme ja eigentlich immer auf so einem Klostuhl auf. Am Kacken. Aber immer wenn er nichts sagt, dann. Nee. Hat er jetzt? Ist er da? Ja, auf jeden Fall ist er oben gerade in sein Gästebett. Ja, das war das belegt. Am Tag, na endlich. Ey, weißt du, 5 Sekunden vor Sonnenaufgang, endlich ist Tag. Ja, genau. Ja, ne? Besser später als gar nicht. Hallo, Spinni. So, dann gucken wir mal oben in der Essenskiste nach. Alles ja, das ist alles, das ist alles in Ordnung. Ich war doch eben noch pissen. Ich meine natürlich, es war alles immer in Ordnung. Also ich weiß, was sind da Samen in der Essenskiste? Und rohe Kartoffeln? Das war ich nicht. Das kann ich bilden. War keine Ahnung. Wer hat da Samen in die Kiste gemacht? Ja, wer hat in die Essenskiste und wer hat da Samen gesamt? Ein Gesamt. Bisa Samen. Also ist halt eingestuhlt, also. In die Kiste mit dem Essen. Aber richtig. Kids, seid ihr ekelhaft, ey. Was? Nix. Nicht ekelhaft. Kriegt die Bank auch so eine Art Terrasse? Weil dann würde ich vielleicht außenrum das eins runterlegen. Zumindest vielleicht hier an der Ecke. Dann können wir so einen Eckeingang bauen oder so. Ja, mach mal einen Eckeingang. Bau es um einfach. Ja, komm, oder wir bauen hier an der Ecke. Ich wollte schon an der Ecke einen Eingang machen. Das war schon oder hier den Baum Bankautomaten. Das gibt's ja auch Bankautomaten. Ja, gibt es auch oft an Ecken. Ob ich das irgendwie schön hinkriege. Nee, aber... Wenn nicht, ist Seli nachher schuld. Genau. Ich wäre für Säulen außen. So völlig übertrieben, ne? Aus Gold am besten. Ja, aus Gold, genau. Meinst du, der Eingang passt? Moment. Wenn wir den Eingang so machen, dann kommen wir hier an der Seite. Ja, die Größe sieht schon mal designtechnisch echt interessant aus. Dann können wir nämlich hier. Hier. Ah ja, hier kann man da so hochlatschen in die Bank, in den Vorraum, da wo immer die ganzen Banditen stehen. Und hier an der Seite können wir so. Richtig, die Einarmigen? So, richtig. Ja. Hier an der Seite, hier an der Seite können wir so Pfosten hinmachen. Sekunde. Pfosten? Sekunde. Ja, oder so, ne? Wo halt das Terrassendach drauf gehalten wird. Das Dach an sich können wir ja wieder aus Holz oder sowas machen. Das ist ja egal. Klar, das Dach an, können wir was machen, ja. So, wo sollen die Pfosten hin? Hier einer und analog dazu hier drüben. Ja, nee, aber nimm mal, der muss hier weg. Das geht so. Achso, du hast andere Pfosten gemacht. Ja, ich hab. Ja, dann nehmen wir so gemein. Dann würfel ich die, dann sammle ich die Würfel einmal nicht. Entschuldigung. Oh! Hat er echt Goldpfosten gemacht? Ja. Dieser Vollpfosten, ey. Sebi, ab jetzt nur echt mit Hashtag Goldpfosten. So cool. Ist wie, das wäre eigentlich ein geiler Name für einen James Bond Bösewicht gewesen. Goldpfosten. Vollpfosten. Goldpfosten. Finde ich gerade großartig, ey. Goldpfosten. Das finde ich lustiger, als es ist, ey. Ja, aber so ein Bankeingang muss ja schon ein bisschen, obwohl ich die Pfosten wahrscheinlich eher nach innen gesetzt hätte, ehrlich gesagt. Oh, das ist eine geile Idee mit den Würfeln, ja. Ja, ne? Sieht also, auch geil. Ich hätte es eher hier gepfostet. Mach die Pfosten mal nach innen. So. Ja. Mach die Pfosten mal nach innen. Pfoste du mal nach innen. Pfoster um Pfosten. Daddy Pfoster. Ja, besser Pfoster. Immer schön als von Pfoster, außen, ne? Nach innen Pfosten. Pfosten. Soll die Terrasse dann nach links und nach rechts gehen, oder was?
Nö, ich würde die so asymmetrisch machen. Also, dass wir zum Beispiel, warte mal. Nein! Nicht asymmetrisch! Doch. Nicht asymmetrisch! Ja, oder symmetrisch von mir aus, dass wir hier so eine Art Vordings haben. Hier haben wir dann den echten Eingang, hier geht's rein zur Bank. Und dann haben wir hier noch Platz für Tresorraum und so. Und hier halt den Schalter oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also so ein, ach so. Ja. Ja. Ja, nö, vielleicht. Ja, wenn es eine scheiße Idee ist, kann man was anderes machen. Das heißt, an sich müssen hier dann überall Wände rein, hier und aber eigentlich, hier. Eigentlich genau. Könnte man die Pfosten auch als Pillar hier rum setzen. Ich habe nichts mehr, wo ich mache, hier Wände simulieren kann, hier. Und, genau, Wände. Und hier. Sekunde. Wände und so weiter. Und wir können dann hier zum Beispiel den Bankautomaten hinsetzen. Und dass wir dann. Und hier hinten stellen wir einen hin, der den immer bedient von innen. Weil genau. Der Tegel gibt es ja nicht, da muss ja einer stehen richtig. Die ganze Zeit. Und hier bitte können wir irgendwie so den Schalter machen. Vielleicht als hier bitte, so lang. Als Pillar sehen die so noch besser aus. Wo ist der richtige Eingang? Hier ist der richtige Eingang, hast du gesagt, ja? Ja, da würde ich den Eingang hinmachen. Pillar Man. Und okay, dann kommst du hier rein. Genau, und hier ist der Schalter. Da steht dann also einer so: Hallo, Sie wünschen. Kontos aber werden erst nächstes Jahrhundert erfunden. Hin, ne? Weil ja, die hatten ja auch immer diese Gitter. Ja, klar. Und hier drüben, hier hinten, also hinter dem Bankautomaten, würde ich den Tresorraum machen oder so. Weißt du? Dass wir vielleicht, die Theke geht hier so weiter. Da, wo weiß ich. Oh, Entschuldigung. Hui. Hier so zusammen und dann ist hier Tresorraum. Wo du dann hinter der Theke, warte mal, das war vielleicht. Wie kommen wir denn dahinter? Von wo aus? Ja, von hinter der Theke kommst du dann in den Tresorraum, vielleicht mit einer Geheimtür oder so. Ach so, okay. Hier hast du dann Bankvorraum. Das heißt, hier give me all your money. Mr. Hose, hättest du mal eventuell Carpenter's Doors noch in der Tasche? Bestimmt, oder? Nee, aber ist in irgendeiner Ding. Kiste. Okay. Echte Doors oder? Echte Carpenter's Doors, ja. Ja, warte, ich bin on my way. Mhm. Ist ja ein Traum. Dann hallo, Boys. Hallo, wo ist denn hier irgendwie okay, so verstehe. Eine Ramschkiste, wo ich mal meine Gitarre. Wir haben alles hier hinten. Hab ich gerade eine Säge zugeworfen? Nee, ne? Wo kommt die jetzt? Kommt da eine Säge? Das ist meine Säge. Die ist weg jetzt, meine Säge. Wo ist meine Säge? Vor den Öfen liegen Sägen. Vor dem Öfen liegen Sägen. Jetzt geht's los. Hier. Nee, hier liegt nichts. Wie viele Karten zu liegen auch in den Betten Sägen? Erstmal zwei. Aber meine Säge ist wirklich weg, also ich brauche meine Säge. My way. Der sortiert jetzt in letzter Zeit ständig, wenn ich irgendwas rausziehe aus meinem Inventar, sortiert er alles. Das ja, ne? Säge. Bei mir springt das immer hin und her. Mal ist da, mal da. Irgendwas ist da ganz kaputt. Bei mir funktioniert alles. So, ich mache den Eingang. Den gestalte ich. Okay, mach doch. Also, Carpenter's Door, genau. Habe ich dir gerade zugeworfen? Ja, ich habe sie schon in der Hand. Hier. Da kommt das hin. In der Hand. In der alles Hand. Wir haben schon die Tresor Doors. Ja. Wir können auch aus Carpenter's Türen machen. Die kann man so einstellen, dass sie nur über Redstone öffnen. Müssen wir halt nur Eisenblöcke reinklicken. Aber wir können doch jetzt auch. Ja, gut, können wir. Ja, wir lassen aber die da drin, ja, das stimmt. Ja, wir können es auch noch ändern, ist ja wurscht. Ich habe das erst nur mal hingemacht, damit ich hier mir was vorstellen kann. Ja. Die Theke aus, was für ein Stein machen wir? Warum macht er den. Ich möchte den Griff aber gerne auf der Innenseite haben, verdammte Axt. Hier nimm den. Verdammte Axt! Muss mal ausprobieren. Kombination zwischen Rechtsklick, Shift-Rechtsklick und ich glaube Shift-Rechtsklick, Shift-Linksklick. Mal probieren. Ah, ja. Jetzt müsste theoretisch. Hallo, geh mal auf die Tür. Sag mal. Laboratorienblock? Die Tür geht nicht mehr auf. Hast du sie auf irgendeinen anderen Modus gesetzt? Also zum Beispiel Redstone-Modus oder so? Achso, ich wollte Essen holen. Jetzt geht's hier. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir noch die Tür. Oh, wie cool, das Pferd guckt da einfach mal chillig aus dem Fenster. Was macht ihr denn schon wieder? Achso. Pferde gucken. Blaze, du bist in der Mine noch? Kann man das damit machen? Warum? War nur so eine Frage. Ich hab ein Bett dabei. Alter, wollen wir hier nicht das Freudenhaus rausmachen, wenn wir hier schon Goldtüren haben, ey? Nee, dann machst du die machst echt hier so die Tür auf, bam, bam. Bitches. Dann machen wir Diamanttüren. Aber du kannst die Türen, wenn du die so baust, leider nicht so machen, dass wenn du eine aufmachst, beide aufgehen, weißt du? Ja, aber da kommt eine Pressure Plate vor. Darum ist das ja genau so gedacht. Ne? Dame. Also quasi so. Oh, warte, ich hab eine gute Idee. Machen wir doch eine Carpenter's Pressure Plate. Eine Carpenter's Pressure Plate. Die können wir nur auf Leute einstellen, das ist gut. Ja, dann warte, ich gebe dir die hier mal, weil du hast gerade den Hammer. Hier ist der Hammer, bitteschön. Ja. If I had a hammer. If I had a hammer. The morning. I would hammer in the morning. Okay. Aus das was geht. Machen wir die? Weil du musst mir dann einen Block geben, den ich da reingehe. Boah, es wird doch nicht eine Goldstück gemacht, oder? Doch, Alter, natürlich. Ey. Voll dekadent, ey. Wir können auch für Gold nichts. Und die Pressure Plate muss aus Dirt. Okay.
Die Leute treten sich quasi den Dreck ab. Dreck kann draußen bleiben, oder was? Mhm, genau. Oh Mann. Ja, Füße abputzen und dann rein in die Bank, Bitches. Das Geile ist, wenn du reinkommst, brauchen wir hier eigentlich drei Pressure. Nee, eine. Eine, mittig, genau. Aber die darf nicht aus Dreck sein.